Moin, moin, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei eurem Lieblingschannel über Pilze mit mir, Micha. Und zwar, ihr seht im Hintergrund, ich bin wieder mal auf einem wunderschönen Markt hier in der Inselhauptstadt Palma. Und es soll heute um diesen krassen, gefährlichen Zombie-Pilz, nicht Cordyceps, nein, Candida auris. Auris kommt vom Ohr und es geht hier um einen. Ja, gefährlichen Schimmelpilz. Einen gefährlichen Schimmelpilz, Hefepilz, so rum. Dieser Pilz greift verschiedenste Teile des Körpers an. Es geht also auf die Knochen, auf die Nieren, auf die Leber, also auf sehr viele Parts eures Organismus. Und ja, das größte Problem des Ganzen ist bei Menschen mit Immunsystemproblemen, in denen das Immunsystem nicht gestärkt ist. Das bedeutet also klar, alte Kinder oder halt eben Geschwächte. Gerade dort kann der Pilz eben rein, weil unser Immunsystem nicht so powervoll ist. Und das nutzt der Ganze eben aus. Und ja, jetzt, wenn er mal den Weg reingefunden hat, wird es richtig problematisch, weil wir eben keine wirklich gut funktionierenden Mittel dagegen haben. Das heißt, das Ganze, dieser Hefepilz ist resistent gegen allerhand Antibiotikas und das macht das Ganze eben so gefährlich. Was könnt ihr tun? Haltet euer Immunsystem so fit, wie es nur irgendwie geht. Das heißt also, schaut, dass ihr gut esst, gut trinkt, dass ihr vielleicht sowas wie kalte Duschen macht, schaut, dass ihr Bio esst. Und natürlich wisst ihr, Pilze ist ein ganz, ganz toller Unterstützer für euer Immunsystem. Da könnt ihr gerne mal auf unsere Webseite oder bei Onkel Google nachschauen. Das Internet ist voll mit tollen Tipps hierzu. Also, schaut, dass ihr euer Immunsystem macht. Pilz gegen Pilz, muss man da tatsächlich sagen. Das wirkt sehr gut, weil eben Pilze enthalten eben Stoffe, um sich gegen andere Pilze zu wehren. Deswegen zum Beispiel Reishi ist sehr gut oder Shiitake, wenn ihr den regelmäßig essen könnt. Da tut ihr schon mal was für euer Immunsystem. Also lasst euch nicht unterkriegen. Much love. Genießt den Tag, genießt das Leben, habt Spaß. Bis dann. Much love. Ciao, ciao.